Moin allerseits, ich bin Sven und heute gibt es mal ein neues Versus-Video. Wer meinen Kanal schon kennt und auch meine Versus-Videos kennt, der weiß, es geht heute nicht darum, dass ich sage, das eine ist schlecht, das andere ist gut oder ihr sollt das kaufen, das andere auf gar keinen Fall. Da habe ich kein Interesse dran, zudem wisst ihr am besten, was für euch das Nötige ist oder was ihr einfach braucht, was ne, für euch die Bedürfnisse sind, die erfüllt werden müssen. Deswegen möchte ich in diesen Versus-Videos zum einen immer nur Sachen gegeneinander stellen, die wirklich auf Augenhöhe sind, wo am Ende wirklich Details entscheiden und natürlich auch der Geschmack, der spielt immer mit rein, bei mir genauso wie bei euch auch. Ich möchte euch also in diesem Video einfach so eine kleine Übersicht gestalten, wo ihr die beiden Messer, wenn sie euch interessieren, einfach miteinander vergleichen könnt. Denn diese beiden sind natürlich ein wenig ähnlich in ihrem Grundprinzip, weil sie natürlich beide einem Klassiker folgen und einfach eine absolut klassische Stilrichtung haben. Und zwar geht es heute Mora und hier das Mora Garberg gegen Peltonen, nämlich das Ranger. Das Mora Garberg, das habe ich mir jetzt neu wieder gekauft. Das hatte ich jahrelang im Einsatz, habe es dann irgendwann verkauft und habe mir das tatsächlich extra nur für dieses Video gekauft. Das Peltonenmesser, das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Gar nicht mal, um da ein Video von zu machen, sondern die Kooperation bezog sich auf das kleine Messer, das Ranger Cup, habe ich euch auch ein extra Video dazu gemacht. Und das haben sie mir tatsächlich einfach so mitgeschickt, einfach so, hey, kannst du ja mal angucken, vielleicht gefällt dir das, ja. Dass ich das eine Messer gesponsert und das andere gekauft habe, hat keinen Effekt auf dieses Video, denn ich will euch am Ende nicht sagen, welches Messer ihr kaufen sollt, sondern ich will euch einfach die Eigenheiten der verschiedenen Messer zeigen, damit ihr euch euer eigenes Bild melden könnt. Aber das an der Stelle erwähnt und an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Peltonen Knives. Ich fange direkt mal mit dem Garberg an und da habe ich nicht die Standardversion von der Scheide, sondern ich habe die Lederscheide genommen, weil ich die halt deutlich besser finde. Die Lederscheide ist sehr simpel, aber sehr robust gebaut, also ich mag die sehr gerne. Das ist jetzt keine Schönheit, ich meine, das sieht man, das ist wirklich, ja, nichts Besonderes, muss man sagen. Aber sie ist wirklich schön robust, also sie ist wirklich festgearbeitet, da geht so schnell nichts kaputt. Man hat hier einen schön fest und satt schließenden Druckknopf und das Messer ist vor allem einfach richtig schön geschützt. Und man hat hier auch nochmal eine vernünftige Lederscheide. Ich mache da meistens einen Dangler dran, weil tatsächlich so hängt es mir einen ganz kleinen Tuck zu hoch. Das Problem habe ich aber ja, bei fast allen Messern, das habe ich beim Peltonenmesser genauso, dass ich da lieber mit Dangler arbeite. Und das geht bei beiden hervorragend, dass die Schlaufe so passt, dass man da super im Dangler anbringen kann. Zu der Scheide gibt es ansonsten nicht viel zu erzählen. Das Messer sitzt logischerweise bombenfest, weil ne, es ist halt hier direkt geschlossen. Es ist richtig schönes Leder. Also ich mag es gerne. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kunstscheide, irgendwas in der Richtung, sondern es ist einfach eine robuste, einfache Scheide und gefällt mir sehr, sehr gut. Die Scheide ist aus einem Kunststoff und hat hier hinten auch die Möglichkeit, dass man sie unterschiedlich tragen kann. Also hat man hier so einen Klettverschluss und dann kann man hier halt das Ganze ne, am Gürtel anbringen, wie man es eben möchte. Das kann man aber auch, wenn man möchte, hier vorne anbringen, als auch hier unten. Das heißt, da hat man so auch den Multimount, dass man dann in verschiedene Richtungen gehen kann. Das ist jetzt natürlich kein Direktvergleich, weil das halt die Lederscheide ist. Da wäre natürlich ein Vergleich zur Multimount von Garberg deutlich besser. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, wenn ich diese beiden miteinander vergleiche, wenn ich die hier vergleiche mit der Multimount von Garberg, dann gewinnt auf jeden Fall Pelton. Da mag ich dieses hier deutlich lieber, weil da nicht diese komische extra Einlage ist. Also man hat ja bei der Multimount von Garberg quasi diesen Rahmen und da steckt man das andere mit rein und kann das anbringen. Funktioniert, gefällt mir aber nicht sonderlich gut. Wenn ich hier die beiden vergleiche, dieses hier und das hier, wirklich 1:1, dann gefällt mir auf jeden Fall die Lederscheide vom Garberg besser, weil ich Lederscheiden lieber mag und das hier so ein bisschen klobiger in Anführungsstrichen ist und das einfach noch ein Tuck wertiger aussieht. Es gibt, meine ich, von Peltonen auch eine Lederscheide, die habe ich nicht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Deswegen kann ich da vom Vergleich her wirklich nur diese beiden miteinander vergleichen. Multimount Garberg und Multimount Ranger. Ich nenne es jetzt einfach auch mal Multimount, weil man hier halt einfach auch multiple Möglichkeiten der Anbringung hat, rechts als auch links. Und wie gesagt, auch hier nochmal problemlos möglich, weil man das hier einfach entfernen kann. Nochmal ganz kurz gezeigt, zack. Ihr könnt das auch ganz loswerden, wenn ihr es also ganz raus haben wollt. Aber ihr könnt es eben auch hier befestigen, wenn ihr da ne, irgendwelche wilden Befestigungsmöglichkeiten haben wollt. Was hier noch eine Besonderheit ist, ist tatsächlich dieses Draht. Das ist einfach nochmal so ein Gegenpunkt, um da einen Druckpunkt zu haben, damit die Klinge fest sitzt. Sieht man vielleicht so ein bisschen, dass sich das Draht so ein ganz klein bisschen dreht, wenn man es rein und raus zieht. Das sitzt bombenfest, das Messer. Also da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, dass das Messer rauskommt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Scheide macht aber einen einfachen Eindruck, muss ich sagen. Und im Vergleich zur Lederscheide gewinnt hier auf jeden Fall die Lederscheide. Da muss man halt schauen, was man da eben möchte. Von der Größe her sind die beiden recht dicht beieinander. Man sieht, dass das Peltonenknife ein ganz klein bisschen größer ist, also ein ganz klein bisschen länger ist. Die genauen Daten, Gewicht, Länge, Breite und so weiter findet ihr in der Infobox nochmal. Das ist hier für dieses Video relativ irrelevant. Hier möchte ich euch das reell zeigen und euch nicht mit Zahlen irgendwie durch die Gegend. Die Zahlen findet ihr im Netz auch.
Das heißt, da schaut gerne in die Links rein, da ist beides mit drin. Insgesamt, wie gesagt, so sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser, ist das Pelton-Messer so ein ganz klein bisschen wuchtiger. Ne? Insgesamt überall so ein ganz klein bisschen mehr als das Garberg. Also gerade bei gröberen Arbeiten hat man hier einfach noch mal ein bisschen mehr Masse, mit der man arbeiten kann. Wir haben bei beiden Messern auf jeden Fall eine Vollerlklinge, also Full Tang. Das sieht man beim Garbeck nochmal, indem es unten rausgeht. Das ist hier nicht, aber es ist bei beiden auf jeden Fall durchgehend. Und man hat hier einen glatten Kunststoff, einen relativ glatten, und hier ist es wirklich eher gummiert. Beide Messer sitzen bei mir hervorragend in der Hand, definitiv. Das passt auf jeden Fall. Ich habe Handschuhgröße 9,5 für all diejenigen, für die es interessant ist oder die da vergleichen wollen. Das ist halt, ne, einmal so das Garbeck mit 9,5 und einmal das Pelton mit 9,5. Auch hier sieht man, dass das Pelton ein ganz klein bisschen größer ist insgesamt. Eine Fangriemöse haben wir bei beiden Messern auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr hier Schnur durchmachen wollt, habt ihr die Möglichkeit. Und auch hier ist der Griff vom Pelton ein ganz klein bisschen dicker. Das heißt, wem gegebenenfalls der Griff vom Mora ein wenig zu dünn ist, der hat hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr in der Hand. Und das Ganze ist auch noch mal so ein bisschen griffiger durch diese leichte Gummierung. Da ist das Mora halt wie typisch Mora, einfach da ist kein weiteres Gummi oder dergleichen dran. Da hat man ja bei anderen Moras zum Beispiel noch, dass da so eine gummierte Schicht mit dran ist. Das ist hier wirklich eine Plastik-Kunststoff drumherum. Ich meine, Kunststoff ist beides, aber es ist halt einfach, ja, wie soll ich es erklären? Keine Gummierung, einfach glatt, aber nicht im Sinne von Rutschus, also rutschig. Versteht mich da so nicht falsch. Also ich habe beim Garbeck nie das Gefühl, dass es irgendwie rutschig wäre oder so, auch bei Nässe nicht. Nichtsdestotrotz hat man hier durch die Gummierung auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Grip. Von einem besser oder schlechter, ja, kann ich hier nicht reden, muss ich sagen. Also ich mag beides gerne. Ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich würde ich mich dafür den Garbeck-Griff entscheiden. Der Garbeck-Griff ist ja wirklich, ja, ich sage mal, komplett schmucklos. Da ist einfach hier die Riffelung, das sagt man mal für ein bisschen mehr Grip. Aber ansonsten ist der Griff von allen Seiten halt identisch. Ne? Also da tut sich das nichts. Aber das passt für meine Hand echt ganz angenehm. Hat in der Mitte halt einfach diese Verdickung, das finde ich ganz schön. Und man kann damit greifen, wie auch immer man möchte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier greife ich definitiv sehr gut. Das funktioniert auch in beide Richtungen. Das ist also wirklich sehr, sehr dicht beieinander. Deswegen auch, wie eingangs gesagt, kein besser oder schlechter. Ich mag das hier tendenziell einen Tuck lieber, weil es ein Tuck kleiner noch ist insgesamt. Und das passt einfach noch ein bisschen besser an meine Hand. Aber da sowieso ganz deutlich, wie immer gesagt, Handlage und all diese Dinge, die lasst euch niemals irgendwo im Video erzählen. Wenn also irgendjemand im Video sagt, oh, das liegt wie ein Kieselstein in der Hand oder so. Das ist für euch immer wirklich, das ist für euch ziemlich irrelevant. Es sei denn, ihr habt rein zufällig exakt die gleiche Hand wie diese Person, die das Video schaut. Und das ist relativ unwahrscheinlich. So, deswegen so eine Sache wie Handlage, da kann ich zwar sagen, wie es bei mir ist, aber das müsst ihr selber einfach in die Hand nehmen und fühlen, weil das kann für euch komplett anders sein als für mich. Genauso der nächste Punkt, ich habe mit beiden Messern keine Hotspots. Das ist mir immer bei Messern sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwo, wenn ich längere Zeit da am Holz mitarbeite, irgendwo merke, oh, ich habe da Reibung oder irgendwo ist es unangenehm oder so. Da hat man hier einfach nirgendwo Punkte, die da reinarbeiten. Beim Garbeck halt, dadurch, dass es glatt ist und so gleichförmig, ist da nirgendwo irgendwo so ein Reibungspunkt. Und hier genauso ist da wirklich nichts mit bei. Was ich vielleicht in dem Zuge noch sagen kann zum Griff, wenn ihr nasse Hände habt und viel auch mit nassen oder schleimigen Händen, ich hatte das Messer auch beim Angeln, das habe ich mit beiden, da kommen wir gleich zu, im Einsatz, der Griff ist griffiger. Also das auf jeden Fall einfach durch die Gummierung an sich und weil ihr hier auch nochmal diese Rillen habt, das konntet ihr ja eben sehen, ist der Griff vom Pelton-Messer auf jeden Fall griffiger. Das heißt, mit nassen, schleimigen Händen seid ihr da tendenziell mit dem hier besser dabei als mit dem hier. Aber es geht letztendlich mit beiden. Wie gesagt, nehmt den Griff selbst in die Hand und schaut. Bisher waren es die Kleinigkeiten, aber jetzt kommen wir tatsächlich zum größten Unterschied und das, was diese beiden Messer extrem unterscheidet, meiner Meinung nach, sowohl in dem Einsatz als auch für die jeweiligen Anwendungsgebiete. Also hier hat man den klassischen Scandi beim Mora, ne? Sehr, sehr steil hochgehend. Und hier hat man eher wirklich einen Saber Grind. Also es ist so, Saber Grind ist im Prinzip der Übergang vom Flachschliff zum Scandi, wenn man so möchte. Wer da jetzt sehr penibel ist, wird mich vielleicht irgendwie mit Schimpfworten in den Kommentaren überhäufen, aber es ist mir relativ schnuppe. Also ihr seht hier quasi, müsst ihr euch das vorstellen wie ein Scandi, der aber viel höher gezogen ist. Ne, vergleicht da mal. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen über die Spiegelung, wie hoch das gezogen ist. Also beim Mora geht es wirklich bis hier, fängt bei 0 an und geht wirklich bis hier auf die volle Breite. So, da hat man wirklich den urklassischen Scandi, um es mal so zu benennen. Der Saber Grind, wie gesagt, ist
genau meiner Meinung nach zwischen Flachschliff und zwischen Scandi. Der ist halt auch hochgezogen bis hierhin. Der könnte sogar, der hat sogar, glaube ich, eine sekundäre Phase. Er geht nicht ganz auf Null runter, wenn ich mir das so anschaue. Das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied bei der Verwendung der Klinge. Und das merkt man halt auch sehr deutlich. Und bei der Klinge nochmal, ich sage da gleich nochmal ein, zwei und zeige euch vor allem natürlich auch das Ganze im Einsatz. Erstmal gibt es so ein bisschen Theorie und dann könnt ihr euch ein bisschen Praxis anschauen. Was hier gleich sichtbar ist, neben der Länge und der Dicke und so weiter und so fort, aber ihr habt hier eine komplett andere Spitze. Und diese Spitze hier ist wirklich richtig, richtig spitz. So, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen so sehen. Also ihr habt hier wirklich eine Spitze, mit der man auch wirklich gut arbeiten kann und vor allem auch feinere Dinge tun kann. Da komme ich jetzt gleich insbesondere rum, die aber auch hier schön vorne relativ lange dick bleibt und dann spitz wird, aber in einer Länge, dass die wirklich noch einfach, ja, wie man sieht, also ich meine, da brauche ich nicht viel zu erzählen, da sieht man sehr schön, was für eine ordentliche Spitze das ist. Das ist eine Sache, die mich im Garbeck beispielsweise immer gestört hat, dass diese Spitze wirklich sehr knubbelig ist. Die geht also bis hier vorne, geht die auf volle Dicke und dann wupp, wird die jetzt eben so ein bisschen spitz. Das funktioniert auch und für grobe Arbeiten und Holz ist da alles gut. Also man kann da definitiv alles mitmachen, aber man ist da mit den Peltonen wirklich wesentlich vielseitiger aufgestellt, weil man da die Spitze wesentlich besser nutzen kann als beim Garbeck. Robust sind sie beide. Ob das Garbeck da, ja, das Garbeck ist von der Spitze her vielleicht noch ein Tuck robuster, wenn man jetzt so richtig harte Hebelarbeiten macht. Aber da glaube ich nicht, dass, wenn ich mir dann überlege, wir haben wieder einen Kohlenstoffstahl beim Pelton. Ja, also das tut sich nichts, was da, wenn es da auf Stabilität ankommt und ihr sagt, ihr wollt aber mit der vordersten Spitze eine Tür aufbrechen und so weiter und so fort, ist es mit beiden Messern eine blöde Idee, aber beide werden es gleich gut verkraften. So, um es mal so auszudrücken. So eine Spitze ist für mich halt immer dann wichtig, wenn ich halt gerade Feinarbeiten machen möchte, mit dem, ja, beim Schnitzen beispielsweise, weil ich auch da ganz gerne mal, wenn ich richtig fein arbeiten möchte, dann greife ich das Messer wirklich an der Klinge. Das ist nicht unsicher oder irgendwie gefährlich. Ne? Man kann hier wirklich so greifen und kann dann wirklich super fein arbeiten. Und das lässt sich hier halt auch machen, weil man diese Spitze und diesen feinen Bereich hervorragend nutzen kann. Und das ist beim Garbeck halt, da merkt man einmal, dass man da weniger Fleisch zum Greifen hat, sag ich mal. Also hier, ne, ist für meine Hand schon ein bisschen eng, hier mit zu arbeiten. Es geht noch, aber es ist halt nicht ganz so komfortabel, wie es beispielsweise hiermit geht. Hier kann ich also ganz klar die Länge nochmal nutzen. Hier sind einfach die entscheidenden, ne, Punkte mehr, dass ich hier wirklich arbeiten kann und diese Spitze vor allem nutzen kann. Wo sich das vor allem bemerkbar macht, das sind wie gesagt zwei Punkte. Einmal beim Schnitzen, wenn man feine Sachen machen möchte und sich da einfach so das eine, das ein kleines Loch machen möchte oder sowas. Da ist halt das hier einfach alles ein Stück brachialer. Wo es sich aber noch wesentlich mehr bemerkbar macht, ist beim Angeln. Also das Mora Garbeck ist zum Angeln, also wenn es ein großer Fisch ist, haut es noch hin, wenn es kleinere sind, dann zerdrückt ihr den Fisch eher, als dass ihr den Herzstich setzt. Also da ist wirklich, das Garbeck ist kein gutes Messer zum Angeln, um Kehlenstich oder Herzstich zu setzen. Beidermaßen ist es einfach kein, es geht, es ist aber nicht ein gutes Messer dafür. So dass das Mora Companion, also das ist super dafür, das ist natürlich wesentlich feiner, hat eine wesentlich spitzere Spitze und dementsprechend kann man da halt viel besser arbeiten. Das Mora Garbeck hatte ich mal zum Angeln, war keine schöne Erfahrung, habe ich dann, bin noch direkt bei dem Angeltag auf ein Taschenmesser umgestiegen, was ich dabei hatte, glücklicherweise, weil da war das Garbeck halt einfach ganz klar im Nachsehen, das war wirklich ein Drücken und ein Pressen und da habe ich sehr schnell reagiert, weil das nicht weitgerecht war. Also da ganz klar für mich, das Garbeck kein wirklich gutes Angelmesser. Das sieht anders aus beim Peltonmesser, das ist ein hervorragendes Messer zum Angeln, weil ihr da wirklich eine super Spitze habt und trotzdem eben diese kräftige Spitze, aber eine so spitze, blitzscharf sind beide Messer von Werk aus, aber das sagt immer über die Qualität nichts aus, weil ne, jedes Messer kann scharf sein, jedes gute Messer kann scharf sein, jedes schlechte Messer kann scharf sein. Hängt dann aber noch ab, wie lange es scharf bleibt und wie schnell man es scharf kriegt und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Angekommen, wie gesagt, sind beide blitzscharf und mit der Spitze kann man hervorragend auch den Stich setzen, ob nun Kehlenstich oder Herzstich, ganz egal, funktioniert beides hervorragend. Deswegen das Peltonmesser für mich, wenn ich jetzt in diesem Vergleich wäre und ich sage, okay, das soll auch zum Angeln eingesetzt werden, dann ist hier auf jeden Fall von der Funktion der Klinge ganz klar das Peltonmesser vorne, weil da könnt ihr wesentlich besser am Fisch arbeiten, ganz klar. Auch das Filetieren geht viel, viel besser. Also auch das Fisch öffnen, das Ausnehmen, alles. Also wirklich sämtliche Arbeiten gehen am Fisch, gehen mit dem Peltonmesser wirklich besser von der Hand. Denn da macht sich halt dieser Unterschied Scandi und Saber Grind sehr, sehr deutlich bemerkbar. Der Scandi hat ja nun eine sehr ausgeprägte Keilform. Das ist halt, ne, Scandi typisch, deswegen kann man da sehr, sehr gut mit im Holz arbeiten. Das ist halt einfach, ne, es geht halt schön von Null auf, geht schön rein. Also Scandi ist mein Liebling zum Holzbearbeiten durchaus.
Aber beim Schneiden hängt es halt ganz stark davon ab, wie dick der Skandi ist. So, wenn ihr einen ganz dünnen Skandi habt, dann kommt das nicht so sehr zum Tragen. Also ich bleibe jetzt mal beim Mora Companion, die Standard Mora für 15 Euro. Da ist die Klinge insgesamt so dünn, dass die Keilwirkung des Skandis nicht so sehr seine, in Anführungsstrichen, Nachteile ausspielen kann bei verschiedenen Tätigkeiten, weil die Klinge insgesamt einfach dünn genug ist. Hier haben wir aber einfach schon ein paar Millimeter mehr. Ich meine, das Mora hat 3, irgendwas. In diesem Dreh müsste es 3,5 oder so. Wie gesagt, finden die alles in der Infobox, Länge, Höhe, Breite und so. Und da ist einfach auch durch die Konstruktion und wie schnell, sag ich mal, der Skandi ist, also wie schnell es von 0 auf die volle Dicke geht. Und da ist das Garberg ganz klar, ja, ein Nachteil insofern, als dass ihr da wirklich eine sehr, sehr starke Spaltwirkung habt. Ich blende euch jetzt mal eben kurz ein, wie das aussieht, wenn man Gemüse schneidet mit den beiden. Ich hoffe, da konnte ich das so ein bisschen zeigen, dass man gerade jetzt so Gemüseschnippeln und dergleichen, da ist das Peltonenmesser mit seinem Servo-Grind ungeschlagen wesentlich besser. Es geht viel, viel, viel geschmeidiger, denn es ist einfach wieder die Sache einer, der Klingengeometrie. Von daher ist es natürlich, wir haben hier zwei Messer, die zwar vom Typ her ähnlich sind, aber mit einem anderen Anschliff. Deswegen, ne, muss man halt gucken, was genau hat man vor. Wenn ihr Lebensmittel schneiden wollt und einfach Lebensmittel verarbeiten wollt, dann ist das Peltonenmesser definitiv ein Vorteil, weil der Schliff einfach viel mehr darauf ausgelegt ist, Dinge fein zu schneiden und auch einfach besser durchzugleiten. Und das der Skandia am Garberg einfach ein eher brachialer, in Anführungsstrichen, ist, der halt sehr schnell spaltet. Also Möhren habe ich den Tag nicht geschnitten, aber Kartoffeln, aber da habe ich, glaube ich, keine Videoaufnahmen gemacht. Also wie gesagt, ich habe beide schon, da habe ich schon sehr viel mitgeschnibbelt. Und gerade auch, wenn ihr festeres Gemüse habt, wenn ihr Möhren oder irgendwas in der Richtung mit dem Garberg schnibbelt, dann ist das halt wirklich eher ein Brechen, wohingegen ihr beim Peltonmesser immer noch beim Schneiden bleibt. Also da ganz klar der erste Punkt, wo man sich überlegen muss, was möchte man primär tun? So, das ist immer so, es gibt die eierlegende Wollmilchsau, gibt es nicht. Es gibt nicht das eine Messer oder der eine Anschliff, der alles perfekt kann. Jeder Anschliff, jede Messerart, jede Dicke der Klinge, weil die Dicke der Klinge hat einen massiven Einfluss auf die ganze Funktion der Klinge. Da gibt es einfach so viele Unterschiede und deswegen, ne, der eine ist besser da drin, der andere ist besser da drin. Es gibt die Allrounder, die alles soweit können und ihr nicht unbedingt irgendwo ein Spezialist sind, aber halt einfach alles gut bewerkstelligen können. Das heißt, da muss man immer schauen, was man möchte. Gehen tut definitiv beides mit beiden Männern. Angeln und gerade den Stich setzen, da würde ich beim Garberg tatsächlich tendenziell zu abraten, finde ich nicht geeignet, definitiv. Bin ich mal gespannt, ob jemand von euch schreibt, dass er super gerne damit angelt und das dafür verwendet. Ich fand es wirklich sehr grenzwertig, aber ja, das ist nur meine Meinung. Hier gar kein Thema durch die Spitze. Obst, Gemüse schneiden, alles in der Richtung, ist der Saber Grind auf jeden Fall im Vorteil, weil es natürlich deutlich mehr fürs feinere Schneiden gemacht ist. Das nächste, was für uns natürlich mal interessant ist, ist das Bearbeiten von Holz. Auch da blende ich euch mal eben kurz was ein.
Wenn ich am Holz arbeite, muss ich sagen, da fühlt sich das Garbeck einfach nochmal ein bisschen besser an, von der Kontrolle her und auch von der, wie sehr es sich in Holz reinbeißt. Das mag ich dann noch lieber. Gehen tut auch hier wieder beides mit beiden. Dann haben wir den Klingenrücken. Der Klingenrücken ist natürlich auch immer ein wichtiges Werkzeug, sei es für den allseits beliebten Feuerstahl. Den habe ich jetzt auch tatsächlich diesmal mal wieder dabei. Ich muss aber sagen, für mich ist der Klingenrücken, das sage ich immer wieder, nicht wegen dem Feuerstahl wichtig, weil beim Feuerstahl habe ich in der Regel auch immer so einen Schaber mit dabei, ne? Mir ist es viel wichtiger, dass ich damit mal eben kurz zum Beispiel meine Möhren abraspeln kann, dass ich mir Holzstaub produzieren kann, dass ich am Kienspann mir das runterraspeln kann und ganz feinen Kienspannraspel habe oder normales Holz mir was runterraspeln kann. Das ist die Funktion, wofür ich einen scharfen Rücken brauche. Feuerstahl ist da, ja, ist nett, aber das ist für mich tatsächlich immer gar nicht so wichtig. Aber da wollen wir mal gucken. So, ganz kurz wedeln. Das ist beim Garbeck kein Problem, aber das kennt man ja auch. Und hier haben wir das. Nämlich nichts. Der Rücken vom Peltonenmesser ist ja so rund oder so wenig scharf, dass man damit tatsächlich, ja, eine Möhre haut noch knapp hin, wobei das da ne, nicht schön. Feuerstahl anreißen, habt ihr ja gesehen, funktioniert nicht wirklich gut. Da ist der einfach nicht für gemacht. Das ist auch immer so eine Sache, die muss man wissen, die ist für den einen oder anderen wichtiger als für den anderen. Ich kriege jedes Mal, wenn ich das erwähne, schreibt irgendein Klugscheißer, oh, kannst du Pfeile nehmen, kannst du runterfeilen. Ja, natürlich, ihr könnt euch da auch einen anderen Anschliff drauf machen, ihr könnt auch den Griff runterhobeln und da einen Holzgriff dran machen und eine andere. Klar, individualisieren kann man sich alles, aber das ist ja irrelevant, weil nicht jeder hat Bock drauf, das irgendwie zu individualisieren. Und die, die Bock drauf haben, ja, die machen es eh. Also deswegen, ja, natürlich, wenn der Rücken nicht auf 90 Grad ist und scharf, dann könnt ihr natürlich mit der Feile beigehen und das nachholen. So, das brauche ich aber eigentlich auch nicht jedes Mal erzählen. Mir geht es darum, wie die Produkte im Kern sind, wenn man sie so aus der Schachtel holt und nicht, wie man sie sich individualisieren kann. Das, ne? Aber ich wollte irgendwann mal auf diese Klugscheißer-Antwort reagieren, weil das jedes Mal kommt, oh, hol dir doch einen Hobel. Ja, also. Das finde ich ein bisschen schade, denn ein scharfer Messerrücken ist für mich definitiv immer eins, was ich haben möchte, eine Sache, die ich haben möchte, nicht wegen dem Feuerstahl, sondern wegen besagten Punkten, weil das bei mir tatsächlich immer wieder vorkommt, dass ich, wenn ich Feuer mache oder aber wenn ich am Kochen bin oder so, also der Messerrücken, der wird tatsächlich sehr, sehr häufig bei mir verwendet und deswegen mag ich den scharfen Messerrücken deutlich lieber als einen abgerundeten. Der letzte und nicht weniger entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Messern ist der Stahl. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass diese Klinge nicht mehr so ganz hundertprozentig sauber ist und das bekomme ich auch nicht mehr, es sei denn, ich poliere sie denn. Denn wir haben hier einmal einen Kohlenstoffstahl und hier haben wir einen Sandvik. Oh, ich habe es vergessen, wie die Nummer ist. Sandvik irgendwas. Auf jeden Fall ist das hier ein rostfreier Stahl und das hier ist ein rostender Stahl. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ihr drauf Acht geben müsst. Und das habe ich bei dem hier nicht gemacht. Deswegen sieht es gerade so aus, wie es aussieht. Denn das habe ich bei einem Angelwochenende danach nicht so richtig sauber gemacht. Beziehungsweise das Wochenende hat ausgereicht, um dem Messer so ein paar Blumen zu verpassen. So, das war von Freitag bis Sonntag und ich habe das zwischendurch immer mal im Tuch abgewischt, aber war auch feuchte Luft, also hohe Luftfeuchtigkeit und das lag halt einfach, ne, rum, war in Verwendung. Also ich habe es auch einfach nicht so gepflegt, wie ich es hätte pflegen sollen, denn das ist ein Punkt, da muss man dran denken, wenn man ein Kohlenstoffstahlmesser hat, also ein rostendes Messer, dann sollte man das auch pflegen. Da war ich ein bisschen schlampig mit und da hatte dieses, wie gesagt, Wangelwochenende bei hoher Luftfeuchtigkeit und wirklich viel im Einsatz. Da gibt es kein Video zu, aber das war ein erfolgreiches Angelwochenende mit viel Petriheil und viel Fisch auf dem Grill. Gibt es kein Video, denn ich nehme zum Angeln ganz, ganz selten nur meine Kamera mit. Habe ich jetzt schon, habe ich ewig 100 Tage nicht gemacht. Aber ja, ich bin halt auch gerne ohne Kamera draußen, deswegen seht ihr immer nur einen kleinen Teil von dem, was ich mache. Das Messer beim Angeln, super in der Verwendung, aber nehmt euch ein bisschen Ballistol, nehmt euch ein bisschen Wachs, nehmt euch irgendwas mit, womit ihr halt eure Messer pflegt. Denn hier müsst ihr darauf aufpassen, das Messer rostet. Das heißt, wenn ihr euch nicht darum kümmert, dann habt ihr wie ich jetzt so ein paar Rostblumen. Ist das schlimm? Nö, überhaupt gar nicht, denn das beeinträchtigt die Funktion in keinster Weise. Das ist so oberflächlich und ich könnte es wahrscheinlich sogar rauspolieren jetzt. Also das hat null Effekt auf die Schneidleistung. Das ist halt auch mal so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man möchte. Das meint ja immer scheinbar eine Angst vor dem Rost haben oder vor einer kleinen Rostblume. Natürlich sollte man es vermeiden und sollte seine Messer pflegen, so dass das sowieso. Es ist aber kein Weltuntergang, wenn da was dran ist. Ich meine, Messer sind Arbeitsgegenstände, ne? Das sind Werkzeuge. Und wenn da mal eine kleine Spur dran ist oder eine kleine Rostblume irgendwo, ne? So was Oberflächliches, das ist nicht wild. Und das zerstört das Messer auch nicht. Und das sorgt auch langfristig nicht dafür, dass das irgendwie, ne? Wenn ihr das natürlich immer und immer wieder und der Rost immer und immer intensiver wird und ihr das Messer gar nicht pflegt und das da fleißig vor sich hin rostet, ja, das ist eine blöde Sache. Aber wenn ihr halt mal, wie jetzt hier auch, diese Verfärbung hat,
vollkommen egal. Aber ganz klar, wenn es darum geht, wie viel Pflege man investieren muss, beziehungsweise wie viel Zeit man investieren muss in diese Pflege, da ist das Mora einfach, hat es die Nase vorne, weil es ein rostfreier Stahl ist. Das heißt, da müsst ihr gar nichts machen. Hier hat man halt einen Kohlenstoffstahl, kann man zur Not auch nutzen, wenn man möchte. Da bin ich nicht der riesigste Fan von, aber es geht. Wenn man Feuerstahl hat, Feuerstein hat, dann kann man diesen Stahl nutzen und ne, runterschaben. Also wenn ihr verkohlte Baumwolle habt oder einfach ein Stück sonstiges Holzkohle oder sowas, dann könnt ihr es mal auf den Feuerstahl, ich sag mal Feuerstahl, Feuerstein raufpacken. Dann könntet ihr hier das Messer nehmen und ne, den Funken runterholen und schabt die halt einfach Mini-Stücke von dem Stahl ab. Das sind halt diese Funken. Ganz viele denken immer, diese Funken kämen vom Stein, aber die Funken kommen nicht vom Stein, sondern die kommen vom Metall. Das ist also einfach die Reibung, wenn man da drauf haut. Und dann schaben sich Mini-Stückchen von dem Metall ab und die, ne, durch die Reibung entzünden sich, beziehungsweise die glühen dann halt einfach und da habt ihr die Funken durch. Aber nur mal so ganz kurz nebenbei erklärt. Wenn euch interessiert, mit dem Stein und Schlageisen und Stein Feuer machen, habe ich bei irgendeinem Survival-Trainingsvideo, ja, das ist noch gar nicht lange her, das war im Januar, da habe ich auch gefilmt. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Einmal scharf geschliffen, halten beide relativ lange die Schärfe für, ja, für Gebrauchsmesser auf jeden Fall. Es ist kein Superstahl, der irgendwie so zauberhafterweise einen Baum in eine Hütte verwandeln kann und dann immer noch blitzscharf ist. Das ist nicht der Fall, aber sie halten relativ lange im Gebrauch, die Schärfe. Da tun sich beide tatsächlich nicht viel. Von der Schwierigkeit her, die scharf zu bekommen, ja, tut sich das auch nicht viel. Also sowohl der Scandi als auch der Saberrand lässt sich super leicht nachschleifen. Oder super schwer, je nachdem, wie viel Übung man eben hat. Das hängt von euch ab. Wenn ihr so ein bisschen Übung habt, ein Messer scharf zu kriegen, dann ist weder das eine noch das andere ein Hexenwerk. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Versus-Video von Mora Garberg versus Ranger Puko. Also Pelton Ranger Puko, um es komplett zu nennen. Was ist das Fazit dazu? Es sind beides tolle Messer. Definitiv. Also da, die sind so auf Augenhöhe, dass da wirklich beide Messer echt top sind. Also ihr könnt sowohl das eine als auch das andere, nur halt in unterschiedlichen Ausprägungen, wie gut es gerade von der Hand geht. Aber auch das ist einfach ganz stark Geschmackssache, denn man gewöhnt sich, und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch mal eine andere Klinge holt, einfach nur zum Testen, testet die Sachen aus, denn man gewöhnt sich auch ganz schnell an eine Klinge. Wenn man zum Beispiel immer an Scandi gewöhnt ist und oder immer ein Flachschliff gewöhnt ist und damit schnitzt, dann muss man sich erstmal total umgewöhnen. So rum ist vielleicht das bessere Beispiel, wenn man immer Flachschliff hat und auf einmal ein Scandi. Und man schnitzt immer mit seinem Flachschliff und ist damit, ne, geht super von der Hand, alles toll und super. Und man hat plötzlich einen Scandi, da muss man sich komplett umgewöhnen. Das heißt nicht, dass der Scandi auf einmal doof ist, um Holz zu arbeiten. Totaler Quatsch, ist er natürlich nicht. Aber man gewöhnt sich an den Umgang mit seinem Messer. Das ist ein Werkzeug und je häufiger man das in Verwendung hat, desto mehr gehen die einzelnen Abläufe von der Hand. Unabhängig davon, ob die Klingengeometrie und ob der Anschliff für diese spezielle Aufgabe gerade idealer ist, entwickelt man da ja einfach so seine eigene Technik und macht das so von der Hand, wie es am besten funktioniert. Und dann funktioniert es für einen auch irgendwo gut. Das ist das, was ich meine mit ganz vieles ist wirklich Geschmackssache. Und ganz vieles, gerade bei Messern, ist einfach auch eine Glaubensfrage. Und da werden ja teilweise Glaubenskriege geführt, das ist ein Schwachsinn. Da wird, ja, es geht, das kann man nicht mit dem machen, das muss immer so und so sein und ach, alles Bullshit. Also, ne, da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Wenn ihr Fragen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Schreibt mich gerne auch über meine Homepage an. Da ist ein Kontaktformular. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Dauert mal einen Tag weniger, mal einen Tag ne, mehr. Je nachdem, wie viel ich gerade Zeit habe und ich gerade dienstlich eingespannt bin, freizeitmäßig eingespannt bin, ne, dann kommt YouTube. Ihr bekommt aber auf jeden Fall eine Antwort versprochen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal.